Du hast ja bereits im letzten Video über orale Nahrungssupplemente gesprochen. Ab wann ist das eigentlich indiziert? Ja, mangelernährten Personen oder auch Personen mit einem Risiko für Mangelernährung sollten dann orale Nahrungssupplemente angeboten werden, wenn sie über die normale Ernährung, über die normalen Speisen, keine ausreichende Nährstoffaufnahme haben. Was zeichnet eigentlich Trinknahrung gegenüber anderen Lebensmitteln aus? Ihr Trink- und Zusatznahrungen haben eine relativ hohe Energie- und Nährstoffdichte und das alles in einer kleinen Menge an Flüssigkeit. Mittlerweile gibt es unterschiedlichste Produkte von unterschiedlichen Firmen. Zum Beispiel gibt es gebrauchsfertige Trinknahrungen in Fläschchen. Da gibt es verschiedene Arten, eben je nachdem, für welches Produkt von welcher Firma man sich entscheidet. Es gibt aber auch Pulver zum Anrühren und mittlerweile gibt es auch Cremen oder Puddings, die man in Form von Trinknahrung zu sich nehmen kann. Trinknahrungen sind bilanziert. Das bedeutet, dass sie so hergestellt sind, dass die zulässigen Mindest- und Höchstmengen an Nährstoffen enthalten sind. Teilbilanzierte Trinknahrungen eignen sich nicht dazu, ausschließlich den Energiebedarf über sie zu decken. Sie müssen zur normalen Ernährung dazugegeben werden. Vollbilanzierte Trinknahrungen eignen sich zur ausschließlichen Ernährung. Das bedeutet, sie sind so zusammengesetzt, dass bei ausschließlicher Ernährung eine bedarfsdeckende Nährstoffzufuhr gewährleistet ist. Gibt es Unterschiede bei den Trinknahrungen? Ja, die gibt es. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Standardtrinknahrungen und krankheitsspezifischen Trinknahrungen. Standardtrinknahrungen variieren in ihrem Nährstoffgehalt, vor allem im Energiegehalt. Hier variieren sie zwischen 1 Kilokalorie bis 2,5 Kilokalorie pro Milliliter. Und im Eiweißgehalt variieren sie so circa zwischen 10 und 30 Energieprozent. Krankheitsspezifische Trinknahrungen sind so zusammengesetzt, dass sie für die Erkrankung passend sind. Beispielsweise gibt es bei Nierenerkrankungen elektrolytarme Trinknahrungen, die man dann verwenden kann. Und wie effektiv sind orale Nahrungssupplemente? Ja, hierzu gibt es einige klinische Studien. Diese Studien zeigen, dass durch Trink- und Zusatznahrungen eine Erhöhung der Energie- und Nährstoffzufuhr gewährleistet ist und dass auch der Ernährungszustand der Betroffenen verbessert werden kann. Weitere Studien haben sogar gezeigt, dass das Komplikations- und Mortalitätsrisiko gesenkt werden kann. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Menge der Trinknahrung und auch die Art der Trinknahrung von einer Ernährungsfachkraft, in Österreich ist das eine Diätologin, ausgewählt wird, der Bedarf genau berechnet wird und die Trink- und Zusatznahrung von den Betroffenen dann auch konsumiert wird. Wie kann man hinsichtlich der Supplemente die Compliance der Patienten erhöhen? Ja, egal von welcher Firma man die Trinknahrungen bezieht, es gibt immer verschiedene Geschmacksrichtungen. Diese sollten natürlich nach den Vorlieben der Betroffenen ausgewählt werden und wenn möglich auch abgewechselt werden. Eine andere Möglichkeit ist es, die Temperatur der Trinknahrungen zu verändern. Man könnte die Trinknahrungen eiskalt servieren, zum Beispiel auch mit Eiswürfel, oder man kann sie auch leicht erwärmen. Dies eignet sich zum Beispiel bei einer Trinknahrung mit Kaffeegeschmack, dann hat man ein kaffeeähnliches Getränk. Was man auch weiß aus klinischen Studien ist, dass je kleiner die Trinknahrung ist, desto eher wird sie von den Betroffenen konsumiert. Wenn wir hier eine Standardtrinknahrung haben, in der Standardgröße, ist das hier eben eine kleinere Trinknahrung mit denselben Nährstoffen, jedoch wird sie eben von den Betroffenen bevorzugt. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist die begleitende Ernährungsberatung von einer Ernährungsfachkraft, in Österreich wieder einer Diätologin, denn auch diese kann die Aufnahme erhöhen. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Speisen und Getränke, wenn sie in Griffweite der Betroffenen stehen, eher getrunken und gegessen werden. Das heißt, die Trinknahrung immer so nahe wie möglich zum Betroffenen. Weiters kann man die Trinknahrungen natürlich auch verdünnen, wenn sie den Betroffenen zu süß erscheinen. Man kann sie mit Wasser verdünnen oder auch mit Milch. Außerdem ist es immer gut, wenn man die Trinknahrung aus dem Fläschchen herausleert in ein Glas, weil es einfach schöner ausschaut. Und man darf auch nicht vergessen, dass ältere Personen häufig Schwierigkeiten haben, Verpackungen zu öffnen. Daher muss die Trinknahrung immer schon vorher von den Pflegepersonen oder anderen Personen geöffnet werden. Gibt es noch etwas zu beachten? Ja, am wichtigsten ist es, dass die oralen Nahrungssupplemente wirklich schluckweise und zwischen den Mahlzeiten konsumiert werden.
Eher ungünstig ist es direkt vor den Mahlzeiten, wie zum Beispiel vor dem Mittagessen oder vor dem Abendessen, da die Trinknahrungen an sich auch sättigend sind und man dann keinen Hunger mehr für die normalen Speisen hat.